Die mutmaßlich letzten Aufnahmen des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Sie stammen aus einer Gerichtsanhörung vom Donnerstag. Einen Tag später gab die Gefängnisverwaltung seinen Tod bekannt. Nawalny habe nach einem Spaziergang das Bewusstsein verloren und sei daraufhin verstorben. Seine Ehefrau Julia Nawalnaja sprach am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Nawalnys Pressesprecherin erklärte, dass es bisher keine unabhängige Bestätigung für den Tod des langjährigen Oppositionsführers gebe. Auch seine Frau zweifelte die Glaubwürdigkeit der russischen Quelle an. Seit seiner Rückkehr nach Moskau im Januar 2021 befand er sich in Haft. Davor hatte er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholt, für den er den Kreml verantwortlich machte. Seine Verurteilung zu 19 Jahren Haft wegen Extremismus bezeichnete Nawalny als politisch motiviert.